Endlich geht's weiter mit der Reise auf dem Flugplatz Marx. Dieses Mal kümmern wir uns um das Munitionsdepot. Hier haben wir wieder die typische Karte mit dem Gedenkstein Flugplatz Marx und dem eigentlichen Segelflugplatz. Um jetzt zu dem Munitionsdepot zu kommen, fährt man die B437 ein Stück runter, um dann hier in die Wedi-Straße abzubiegen. Das ist die Straße in Richtung Zetel. Und dann fällt es auch auf, hier habe ich den Marker bereits gesetzt, dass hier das komplette Munitionsdepot gewesen ist. Und auch noch einiges anderes, aber dazu kommen wir dann im anderen Teil. Erstmal kümmern wir uns nur um das eigentliche Munitionsdepot. Kommen wir als erstes zu ein paar Aufnahmen von dem entsprechenden Gebiet. Wenn man in das Waldstück geht, wo das ehemalige Munitionsdepot war, wird man diese Hinweistafeln finden, unter anderem auch die Tafeln, die auf das ehemalige Munitionsdepot hinweisen. Anschließend wird man die Originalwege sehen, beziehungsweise die Reste, die noch davon über sind. Diese Verbunkerung ist ganz einfach zu finden an einem der Wege, wenn man dort spazieren geht. Man sieht also noch Mauern, die direkt an dem Weg dran liegen. Hier standen ehemals Gebäude, da deuten auch noch zum Teil Hügel drauf hin. Ich weiß nicht, ob dort Verbunkerungen drunter sind, wie man hier zum Beispiel sehen kann. Auf jeden Fall standen hier mehrere Gebäude bzw. Baracken mit einem entsprechenden Fundament. Hier kann man zum Teil solche Verbunkerungen sehen, beziehungsweise Fundamentreste. Aber da muss man schon ziemlich nachsuchen, da dort meistens die Sachen mit Holz einfach so hingebaut wurden. Aber hier sind halt noch Reste. In diesem Bereich befanden sich die meisten Gebäude, unter anderem auch Unterkünfte. Hier, wo ich jetzt hinlaufe, dort befanden sich also die Gebäude auf der linken Seite. Ja, jetzt also links. Hier kann man andeutungsweise noch einen Weg sehen. Links und rechts davon befanden sich jeweils Holzbaracken. Das ist einer von den Wegen. Jetzt bin ich in einem von den Wegen drin. Das ist so ein Metallstreifen. Ich weiß nicht, ob der was damit zu tun hat. Hier ist ein weiterer Weg. Links und rechts muss man sich jeweils Baracken vorstellen. Und jetzt zeige ich euch nochmal den letzten Weg. Auch hier links und rechts standen ehemals Baracken in dem Munitionsdepot. Das war es dann also wieder mit dem Flugplatz Marx, 19. Teil, diesmal mit dem Munitionsdepot. Bei Fragen schreibt mich einfach an. Ich hoffe, dass ihr nächstes Mal auch wieder zuschaut. Danke dann nochmal an Sascha Ende für die tolle Musik. Und tja, das war's dann. Bis dann. Ciao.